Also ich habe jetzt den Rotwein 2016 mit 11 Volumenprozent und wir haben ihn natürlich probiert. Er muss dekantiert werden. Man sollte ihn wenigstens mal eine Stunde vorher aufmachen und er schmeckt wunderbar fruchtig, trocken ausgebaut, aber er hat richtig viel Frucht. Also ein ganz toller Wein, was den Rotwein des Jahrgangs 2016 betrifft. Der Weißwein ist anders ausgebaut. Er ist feinherb ausgebaut mit 10,5 Volumen und der schmeckt richtig süffig. Also ein ganz toller Wein und das hätten wir nicht geglaubt bei dem Jahrgang 2016, weil wir ja letztes Jahr Oidium drin hatten. Dort oben die Beeren waren kleiner. Also es war ja ein ganz verrückter Jahrgang, was den Weinanbau betrifft. Aber wir haben das wie immer toll hingekriegt.